Und so verbrachte ich meine erste Nacht allein auf der einsamen Insel. Ich wachte auf und war von frischer, sauberer Luft und warmen Sonnenstrahlen umgeben. Ah, das fühlt sich gut an. Jetzt bin ich aber so richtig hungrig. Wenn Gonzales lange genug überlebt hat, um sich in dieser Höhle einzurichten, muss es auf dieser Insel etwas zu essen geben. Zeit auf die Jagd zu gehen. Ja, und jetzt dürfen wir uns ein paar Random-Kämpfen widmen. Das ist das Grab von Gonzales. Gonzales, entschuldige, es ist nur ein einfaches Grab. Ich hoffe trotzdem, dass du jetzt in Frieden ruhst. Ja, das haben wir ja anscheinend gebuddelt in der Zeit. Jetzt ploppen ab und zu Random-Kämpfe auf, die uns dann mit Essen versorgen, was wir halt eben ein wenig ansammeln müssen. Aber hier war, glaube ich, noch eine Truhe zu finden, oder? Nein. Okay. Aber es ist einfach nur ein cooler, runder Raum. Ja. Sau cool. Ja. Spannend und so. Ja. Wo waren wir denn? Ein paar Random-Kämpfe müssen wir jetzt provozieren. Das passiert einfach, ne, wie man es kennt. Wir rennen hier durchs hohe Gras. Und dann fangen wir unser erstes Pokémon. Moment, falsches Spiel. Ja, und da haben wir einen Grapor. Der ist aber One-Hit. Und der andere Grapor, der rennt weg. Okay, da haben wir schon mal eins. Ein Fisch zum Naschen. So. Yeah. Zwei Magieerfahrungen, ist ja nicht normal. Grapor-Fleisch. Das ist ja cool, dass die Viecher dann doch noch zwei Magieerfahrungen geben. Huh. Dieses Fleisch sieht ziemlich lecker aus. Vielleicht schaue ich mal, ob noch mehr da ist. Na dann, früh weggeklickt, aber mehr Fleisch. Gib mir. Ich will mehr Fleisch. Na los. Gib mir einen random Kampf. Am besten mit 8 Gegnern und dann setze ich Pyri ein. Na los. Das ist ja... Da könnten... Hier könnt ihr jetzt ruhig ein bisschen frequentierter was aufploppen an random Kämpfen. Aber es will irgendwie nicht so. Und wie viele Grapors haben wir? Einen. Na klasse. Oh, der ist sogar zuerst dran. Mit einem Gegenangriff getötet. Wow. Na, so muss das sein. Entschuldigung, Leute. So, aber ich weiß nicht, wie viel Fleisch wir brauchen. Ich glaube 10. Und so kann sich das manchmal ein bisschen ziehen, bis man hier das ganze Fleisch gesammelt hat. Ah, naja, was will man machen? Rennen wir weiter hier schön im Kreis und hoffen auf Random-Kämpfe. Ne. Das ist immer das ist das Dümmste an dieser Insel, dass man halt das ganze Fleisch so suchen gehen muss und auf die Random-Kämpfe hofft. Das ist für mich das Manko an diesem, ja, Part, sage ich mal. Aber was will man machen? Außer sich zu beschweren und so weiter. Ganz schlimm heute. So. Oh, 4 Stück. Ich würde sagen, dann nutzen wir Pyri. Aber wir sind nicht zuerst dran. Schade. Oh, ein Gegenangriff. Ja, da ist er auch. Wunderbar. Immer wenn das oben ein bisschen länger steht, dann kann man erahnen, dass da ein Random-Kampf kommt. Nein, nicht weglaufen, du Leckerfleisch. Töte sie, Pyri. Oder Pyri. Und es reicht. Sogar verteidigenden Gegnern. Ein bisschen EP und ein bisschen Magieerfahrung. So, 6 Fleisch haben wir. Dann fehlt ja nicht mehr viel, ne? Ist auch gut, dass die Gegner so wenig aushalten, dass wir sie dann wegzaubern können, wenn es so eine große Gruppe ist. Einmal ist es mir passiert, da bin ich dann mit 0 MP hier gelandet. Und hatte keine Magic Droplets mehr, also kein MP-Auffrischungs-Item. Das war dann, ja, extrem vorteilhaft, weil ich dann auch 5er-Gruppen einzeln angreifen musste. Und dann ist auch ein paar Mal genau das passiert mit dem Verfehlen. Wenn du jetzt wegrennst, ne? Hahaha, Schweine. Was ist das überhaupt? Ein grünes Bubbelfisch mit 3 Flossen und einem Schnabel? Mann, wir haben jetzt auch... Jetzt wurde in dem Kampf schon 3-mal verfehlt. 4-mal! Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht wahr. So, hier, komm. Drauf geschissen, Schwertwirbel.
Yay. 2157. Super, super. Is it over already? So, dann haben wir jetzt wie viel Fleisch? 7, ne? Brauchen wir noch 3. Krabberfleisch, ja. Na, dann hoffen wir mal auf eine 4er- oder 5er-Gruppe. Das wäre praktisch. Dann hätten wir mal eine Zeit lang was zu futtern. Ja, komm, du liebe Insel. Eine unberührte Insel in den Lüften, auf der wir glücklicherweise gelandet sind. Mehr oder minder gelandet. Gestrandet, das passt dann doch ein bisschen besser. Was haben wir hier mit dem Wasser? Was? Nein. Naja. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich meine, wir sind immerhin der epische Weiß hier. Jetzt, wo der Epic-Captain Drachma weg ist. Oh ja! Wie übertrieben. Na komm dann. Piwi. Oh, wir sind sogar zuerst dran. Godlike. Bam! Quest beendet. Sammle 10 Fleisch. Schon haben wir 13 von 10. Yeah! Krieg ich jetzt Bonus-EP? Nein, natürlich kriegen wir keine Bonus-EP. So. Was? Das reicht doch noch nicht? Okay. Dann, keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Dann sind es wahrscheinlich 15. Mann. Weißt du, du bist ein kleiner Fresssack. Weißt du das? Na gut, ich würde wahrscheinlich auch reinhauen, wenn es gut schmeckt. Also, so viel zum Thema. Scheiße, ich brauche ein Steak. Jetzt habe ich Hunger. Mann! Verdammt! Das ist schlecht. Jetzt habe ich Hunger bekommen. Oh. Wenn es jetzt noch nicht so spät wäre, dann würde ich ja jetzt noch in ein Restaurant gehen und mir was Geiles reinziehen, ne? Aber, ja, zu spät. That wasn't so bad. Ja, das wasn't so bad. Jetzt habe ich wegen dir Hunger, weiß. Super. Mann. Ich wollte ja schon immer gerne Weiß-Cosplay machen, aber ich glaube, das hatte ich schon mal in irgendeinem Part erwähnt. Ja, das hatte ich schon mal angesprochen. Habe ich auch zum Thema, euch zum Thema Cosplay befragt, glaube ich. Ja, das war schon mal. Das fällt mir immer ein, wenn er da seine tolle Pose schlägt mit seinen 2 Schwertern. Ich finde sein Outfit ja richtig cool. Mit diesen brutalen geilen Stiefeln, dieser episch blauen Weste da. Die Augenklappe, ja, die ist jetzt interessant, aber muss nicht sein. Aber wenn man Cosplay macht, dann ja detailliert, ne? Oder ich ziehe mir einfach ein blaues Bettlaken über und Pelzstiefel, das reicht, oder? So, komm, dann töte mal. Und weißt du, kleine Akrosau, hau sie alle weg. Oh, das Vieh greift gegen Angriff. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Jetzt müssen wir aber genug haben. Oder wir brauchen 20. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. That wasn't so bad. Ja, sag das doch einfach. Das sieht einfach stylisch aus. Und so ein episch brauner Gürtel, der die halbe Hüfte umschlingt. Breitenmäßig. Ah, jetzt haben wir genug. Oh Mann, hab ich viel gegessen. Dieses Zeug schmeckt gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt bestimmt für eine Weile genug zu essen. Ob diese Insel wohl in der Nähe einer Handelsstraße liegt? Früher oder später muss doch hier mal ein Schiff vorbeikommen. Ich sollte so eine Art Signalfeuer herrichten, falls ich Schiffe sehe. Das ist eine verdammt gute Idee. Ich habe meinen 2. Tag damit verbracht, Essbares zu sammeln. Ein Glück für mich, dass die Insel von Tieren bewohnt ist. Meinen 3. Tag habe ich mit einem großen Frühstück begonnen. Jetzt ist es Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ich habe am höchsten Punkt der Insel Platz für ein Signalfeuer gemacht. Wenn ein Schiff vorbeikommt, brauche ich es bloß anzuzünden und sie werden es bestimmt sehen. Immer der positive Optimist, doppelt gemoppelt, ne? Ich bin jetzt seit 3 Tagen auf dieser Insel. Pikmin! Heute Nacht habe ich von Aika, Fina und sogar Drachma geträumt. Am 4. Tag... Ja, mach's doch selber. Das ist meine Synchro, du Schwein. Es ist gar nicht so schlecht hier. Mal sehen.
Ich muss etwas Brennholz sammeln. Kein Stock direkt zu meinen Füßen. Oh, da ist ja was. Die sind trocken und scheinen genau die richtige Größe zu haben. Ich sollte mehr davon suchen. Na dann, suchen wir mal mehr davon. Irgendwo in diesem Dschungel finden wir bestimmt welche. Aber ich glaube, dass da auch Random-Kämpfe aufploppen weiterhin. Nur ich weiß nicht mehr, wo das ganze Holz jetzt liegt. Da muss man mal suchen, aha. Ja, ja, richtige Größe, perfecto mundo. Wir rennen das jetzt ganz strategisch ab hier. Kamera drehen, gut. Ah, seht ihr? Trocken, es gibt mehr als ich dachte. So. Da war aber nichts, dann... Oh, der lecker Bärenbaum. Haben wir hier noch was? Wir müssen... Ah, da, das hätten wir schon fast übersehen. Oh, jetzt hat er was Interessanteres gesagt. Wie viele wir brauchen oder sowas. Oder wie viele wir haben. Aber hier oben liegt doch bestimmt... Wieso verbrennen wir nicht unser... Das könnten wir noch reparieren wahrscheinlich. Lieber Schiff reparieren, als es zu verbrennen, ne? Ja. Noch einen, sagt er. Bewegen. Was war denn jetzt mit der Musik? Na egal. Das sollte ausreichen, um ein anständiges Feuer zu machen. Wow, ich glaube, ich habe gerade übelst genuschelt. Mit dem Brennholz sollte ich eine Weile auskommen. Sieht so aus, als würde es bald anfangen zu regnen. Ich sollte für heute aufhören. Also, das war mein vierter Tag auf dieser Insel und ich fange langsam an, die Seefahrt zu vermissen. Ich schätze, ich muss das hier als so eine Art Urlaub ansehen und mich damit abfinden. Am fünften Tag... Tja. Es regnet schon den ganzen Tag lang. Ich werde wohl nicht viel machen können. Ich ruhe mich erstmal aus. Ich möchte nicht den ganzen Tag lang rumsitzen und darauf warten, dass ein Schiff vorbeikommt. Ich frage mich, ob ich wohl das Rettungsboot der Little Jack reparieren kann. Aha, eine gute Idee, weiß, eine gute Idee. Jetzt, wo du die Grundversorgung gelegt hast. Es hat den ganzen Tag lang geregnet und ich habe den größten Teil des Tages in der Höhle verbracht und mich ausgeruht. Dies ist mein fünfter Tag auf dieser Insel. Gleich morgen früh werde ich versuchen, das Rettungsboot zu reparieren. Noch eine ruhige Nacht. Eigentlich tut es ganz gut für eine Weile, keine Monster zu bekämpfen. Tja, ich sollte mir wohl das Boot vornehmen. Da diese Insel schon seit einer Weile unbewohnt ist, müssten hier eigentlich ein paar Moonstones herumliegen, die durch den Regen zum Vorschein gekommen sind. Aha, das ist ja ziemlich, ja, vorteilhaft hier. Hier ist einer. Ich brauche aber mehr als einen, um zur nächsten Insel zu fliegen. Mal sehen, ob ich noch ein paar mehr finden kann. Ja, dann ist jetzt mal wieder lustiges Suchen angesagt. Zack, da haben wir schon den nächsten. Hey, hab einen gefunden. Ich kann mich glücklich schätzen, dass es gestern geregnet hat. Andernfalls hätte ich wahrscheinlich keinen dieser Moonstones gefunden. Okay. Regen bringt Moonstones zum Vorschein. Ah, da ist einer, hä? Nein. Ups. Kamera. Gut, da gehen wir erst hier. Oh, ja, zurück zum Anfang. Da ist tatsächlich noch einer. Komm her. Hey, hier ist noch einer. Ich habe Glück, dass dies eine verlassene Insel ist. Andernfalls wären die Moonstones wahrscheinlich schon vor langer Zeit gefunden worden. Ha. Ja, das nenne ich super. Da hat der Weiß natürlich Glück und alles gibt's auf dieser Insel. Naja. Muss ja auch so sein, sonst wäre er jetzt tot, das Spiel wäre rum und keiner wäre glücklich. Brrr. Ich weiß, da hinten war einer und da hinten ist noch einer, wenn ich es richtig sehe. Oh, hier ist einer. Es ist ein Red Moonstone. Das bedeutet, dass ich vermutlich irgendwo in der Nähe von Nasr bin. Ja, und den Mond, den du nachts gesehen hast, den hast du natürlich nicht erkannt. Lag wahrscheinlich am Himmel, dass der nicht so rot rüberkam. Hab noch einen gefunden. Noch einer ist wahrscheinlich genug.
Na dann suchen wir auch noch den letzten Moonstone, der hier wahrscheinlich irgendwo auf der Seite rumgammelt. Ich schätze mal hier vorne. Nein, hier waren wir schon mal. Ja, wo ist denn jetzt der letzte? Suchen wir mal weiter oben. Oder haben wir ihn hier? Nein, da müssen wir schauen. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt dieser letzte Moonstone... Ah, da ist er. Bei dem Signalfeuer. Na dann. Der letzte. Mann, ich habe Glück, dass es hier auf der Insel so viele Moonstones gibt. Ach so. Ah, nein, geht doch weiter. Diese Moonstones sind noch nicht bearbeitet worden. Sie geben nicht viel Energie her. Aber es sollte reichen, um dieses kleine Rettungsboot anzutreiben. Sieht so aus, als käme ich endlich von dieser Insel weg. Ich habe angefangen, am Boot zu arbeiten. Diese Insel ist voller Bäume, also brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass das Material knapp wird. Ich ernährte mich von meinen Vorräten und arbeitete die nächsten Tage hart an meinem Boot. Eine Woche verging. So, das sollte reichen. Und der Red Moon war wieder überhaupt nicht auffällig. Morgen ist es endlich soweit, dass ich von dieser Insel wegkomme. Was? Ein Schiff? Hätte es nicht etwas früher kommen können, dann hätte ich nicht die ganze Zeit am Boot arbeiten müssen. Hurra! Sie haben mich gesehen! Sieht so aus, als würde ich endlich von diesem Felsen wegkommen. Upsa. Ja. Ja, Whisky und Frauengemälde.
Und das ist er, der Chef. Captain Gilda. Ah, nicht schon wieder, Lola. Lass mich noch ein wenig schlafen. Captain, aufwachen! Oh. Wir haben gerade einen Jungen aufgelesen, der auf einer einsamen Insel gestrandet war. Er sagt, er sei seit 2 Wochen dort gewesen. Seiner Kleidung nach zu urteilen, ist er wahrscheinlich ein Luftpirat. Er sieht ungefähr wie 17 aus. Er ist noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Oh Baby! Was soll man über Gilda sagen, ne? Er hatte Glück, er war nur 2 Wochen lang ausgesetzt. Aber wenn mir das passiert wäre, wenn ich 2 Wochen lang auf einer Insel ohne Frau festsitzen würde, ich bin mir nicht sicher, ob ich das durchgehalten hätte. Der ist cool. Nicht weil er jetzt so frauenmäßig drauf ist, sondern Gilda ist generell einfach ein cooler Charakter. Der hat einfach Stil. Also vor allem seine Kleidung ist auch imbar. Du bist also der Schiffbrüchige. Der Mantel ist einfach göttlich. Huh. Und du bist wie ein Luftpirat gekleidet. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Weiß. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Sie sind der Kapitän dieses Schiffs? Ja, der bin ich. Nenn mich einfach Gilda. Der Name des Schiffes ist Claudia. Und dieses Viech auf meiner Schulter hier ist Willy. Oh Baby. Komm mit auf die Brücke, ich möchte von deinen Abenteuern hören. Oh yeah, ich liebe diese Musik. Oh. Du hast 3 Admirale der Armada besiegt und bist auf der Grand Fortress entflohen? Du gefällst mir, Weiß. Von einem Luftpiraten würde ich nichts Geringeres erwarten. Ich bin ständig auf der Suche nach Abenteuern. Schätze, Schlägereien und Frauen. Es gibt eine Unmenge Dinge auf der Welt, die mich glücklich machen. Frauen sind wie Sonnenuntergänge. Sie sind wunderschön, aber morgen gibt's einen anderen. Das ist mein Motto. Oh, du Assi. Das ist ein bisschen verrückt, ey. Du, das ist ja verrückt. Wie kannst du mit einer solchen Einstellung Kapitän sein? Du hast recht, aber wie du siehst, geht es ganz gut. Und wie steht's mit dir? Immer im Kampf gegen Valua oder auf der Jagd nach irgendwelchen Walen? Du bist auch nicht gerade der häusliche Typ. Das hätte ich fast hässliche gelesen. Na, so tickt der Gilda nicht, nein. Du bist also seit 2 Wochen von deinem Schiff weg, ja? Du möchtest doch bestimmt mal wieder ein Schiff steuern. Komm schon, übernimm das Ruder. Was? Wirklich? Sie lassen mich? Da habe ich keine Bedenken. Jeder, der das vollbracht hat, was du vollbracht hast, weiß, wie ein Schiff funktioniert. Die Claudia ist zwar etwas sensibel, aber du wirst dich bald an sie gewöhnt haben. Ich fahre nach Nazareth. Das ist die Hauptstadt von Nazareth. Genau südlich von hier. Wenn du dich verfährst, schau einfach auf die Karte, um dich zu orientieren. Okay, los geht's. Gilda hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Ach, Gilda ist cool. Gilda ist ein stylischer Charakter. Ihr werdet auch bald merken, warum. Abgesehen von seinem Charakter. Er hat auch coole Kampffertigkeiten. Denn er benutzt... Moment. Die Ausrüstung. Er benutzt eine Pistole. Ja, ganz genau. Seine Affinität scheint lila zu sein. Da sie mit Lila gestartet ist, schätze ich einfach mal, dass das so ist. Er hat einen relativ hohen Angriffswert, wie ihr sehen könnt. Und sein Verteidigungswert ist auch nicht von schlechten Eltern. Können wir ihm eigentlich was Neues anziehen? Nein, er hat gutes Zeug. Vielleicht hier was Besseres? Nö, auch nicht. Gut, Gildas Amulett ist imbar, lassen wir's. Was können wir... Sollen wir ihm was beibringen? Nö. Passt schon. Ja, gut. Wo ist Nazareth? Karte. Wir sind hier. Da ist Nazareth. Okay. Ja. Okay. Was? Welche Richtung? Süden, ne? Südwesten ungefähr. Was ist denn das? Ist das ein Feindschiff?
Ist das eine Entdeckung? Das ist ein Nasrat-Schiff. Auch ein Nasrat-Schiff. Noch mehr Nasrat-Schiffe. Alles voll mit Nasrat-Schiffen. Guckt euch mal dieses fliegende Monster an. Ist ja nicht normal. Captain, da kommt ein verdächtig aussehendes Schiff genau auf uns zu. Es nähert sich sehr schnell. Und es ist rosa. Was? Wäre das wo... Oh nein. Dieser herzförmige Anker bringt mich noch um, ey. Da bist du ja, mein Liebster. Du kannst dich mir nicht für immer entziehen. Mein Herz gehört dir. Oh, es ist tatsächlich clever. In gewisser Beziehung ist sie noch schlimmer als die Armada. Okay, hier der Plan. Weiß, du und ich fahren in einem Rettungsboot nach Nasrat und meine Mannschaft wird das Schiff als Köder in die entgegengesetzte Richtung lenken. Was meinst du? Kein schlechter Plan, wie? Okay, aber du bist doch der Kapitän. Kannst du dein Schiff so einfach verlassen? Ach was, mach dir keine Sorgen. Titel haben mir noch nie was bedeutet. Und ich hab's dir schon gesagt, oder? Ich bin immer auf der Suche nach Abenteuern. Alle mal herhören. Zeit für Operation Clara. Ihr kennt den Ablauf, wir sehen uns später. Ei, ei. Wie bescheuert. Jetzt jagt die der geilen Claudia hinterher. Also die Clara der Claudia, so. Und wir hauen mit einem Rettungsboot ab. Ist doch nicht wahr. Haha, funktioniert jedes Mal. Also Weiß, lass uns gen Süden fahren. Mal sehen, was Nasrat Schönes zu bieten hat. Ja, dann gucken wir mal. Kleines Special Event hier, damit wir vom Schiff getrennt werden und mit unserem kleinen Rettungsboot dort einfliegen. Oh, automatisch, cool. Ich muss mich erst noch um ein paar persönliche Angelegenheiten kümmern. Geh ruhig ins Gasthaus und ruhe dich aus. Wir sehen uns später. Es macht mir nichts aus, allein zu sein. Aber was musst du denn erledigen? Ich muss ein wenig an der Taverne Halt machen. Da sind ein paar Frauen, die sich darauf freuen, mich zu sehen. Warte nicht auf mich. Alter, du bist ein übelster Schwerenöter, weißt du das? Krank. Ich kann mich nicht erinnern, dass er doch so krass war. Naja, okay, übel. Also, ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Erinnert mich ein bisschen an den Jensen aus Lost Odyssey gerade. So, nur mit ein bisschen mehr Erfolg. Gut, speichern wir mal hier. Wunderbar. Gut. Das war das. Jetzt haben wir dasselbe Level wie im Terranigma-Let's Play. Gut, ja. Dann mache ich hier mal Pause und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.